Papa 455, you are radar identified. After Iraqa, redirect Papa. Hey, Lufthansa 455, after Iraqa, like Papa. Es gibt wohl kaum einen Beruf, wo man nach 41 Jahren Ausübung dieses Berufs zurückblickend sagen kann, die Berufswahl, die du damals getroffen hast, war genau die richtige. Und du hast es keinen Tag bereut. Und du bist nach diesen 41 Jahren noch genauso motiviert wie damals als Flugschüler auf der Flugschule in Bremen am ersten Tag. Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Da ist schon was dran. Der Jürgen war immer einer der grandiosesten Piloten, die ich kannte. Er hat das Gefühl im Hintern und im Händchen. Wir haben uns auf der Flugschule getroffen. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Du warst immer unser Top-Krankei mit den besten Flugeigenschaften. Ich erinnere mich noch gut dran, wie ich meine Schulung auf dem 380 gemacht habe in Toulouse mit dir damals noch. Ich erinnere mich noch an deine exzellenten Fähigkeiten, wie du ein belgisches Pattern fliegen kannst. Meinen allergrößten Respekt. Set Parking Brake, wir bleiben auf der Bahn stehen. Kaffeepause. Saubere Arbeit, Jungs. Lieber Jürgen, ich hoffe, dass du mal in Toulouse vorbeikommst zum Golfspielen oder ich nehme dich mal auf der Rennstrecke mit. Da musst du dich allerdings dann leider nach rechts sitzen, kannst dann leider auch gar nichts sagen und ich hoffe trotzdem, dass es dir dann Spaß machen wird. So wird das Ruder normalerweise nicht bewegen. Das können wir auch machen. Einen anderen fantastischen Moment, den ich jetzt spontan erzähle, das war einfach für mich ein fliegerisches Highlight, ein ganz tolles Erlebnis, nämlich mit dir den einen Tag quer durch Deutschland, Österreich geflogen zu sein, von Frankfurt nach Stuttgart, nach Wien, nach Dresden, nach Linz, nach München und wieder zurück nach Frankfurt. Alles an einem Tag mit der 380. Bei strömendem Regen, Tausende, Zehntausende von Menschen. Das war für mich ein tolles Erlebnis. 824, ich hoffe, Sie registrieren, was Sie auf den normalen Straßen für ein Chaos hervorrufen. Ja, ehrlich gesagt, das sind wir heute schon den ganzen Tag gewöhnt hier. Ich hoffe, ihr hattet in den anderen Städten besseres Wetter. Nee. Nicht wirklich. Schade. 330 Tonnen Full Power. Hat aber was gezogen, ja. Also für uns war es ein Rätsel, warum Jürgen, ausgerechnet Jürgen, alle anderen war das nicht so, immer grundsätzlich vor der Zeit da war, schneller geflogen ist, schneller getaxiert ist. Wenn wir den Lopas nicht geflogen hätten, wäre ich eine Stunde zu früh gewesen. Ja. Du wirst sicherlich viele Fans auf YouTube haben seit dem heutigen Tage. Ich gehöre sowieso grundsätzlich dazu. Thank you. I sure will. Bye-bye. Thank you. It was the best flight and the best aircraft. Good, good to hear. Thank you. That's what we like to hear. Danke. Am meisten in Erinnerung sind mir die Minuten, die wir gemeinsam in einem Briefingraum verbracht haben, auf dem Weg nach Südamerika, wo du in einer für mich bewundernswerten Art gezeigt hast, wie man in kürzester Zeit eine Crew zusammenbauen kann. Das war für mich Leitbild bei vielen, vielen eigenen Flügen, die danach gefolgt sind. Und ich glaube, es symbolisiert, dass du ganze Generationen von Piloten, aber letztendlich auch von ganz, ganz vielen Crews geprägt hast. Ich küsse jetzt dich in Vertretung für die ganze Crew, ja? Alles klar, gut. Wer mich kennt, der weiß, ich würde gerne die ganze Crew küssen. Ja, alles klar.
Danke schön. Vielen Dank. Ein Privileg hatte ich. Ich durfte mit dir den ersten A380 aus Hamburg holen. Da haben mich viele beneidet. Und da muss ich wirklich sagen, danke. Es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Sie sehen mich selten sprachlos, aber heute haben Sie es geschafft. Wenn es dann doch soweit ist, merkt man doch, dass die Emotionen die Coolness eines Menschen übertreffen können. Ja, die Erlaubnis für einen Low Pass auf einem Heavy Traffic Airport wie Frankfurt kriegt man ja auch nicht alle Tage. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte ihn auch ohne Erlaubnis geflogen. Ja, lieber Jürgen Raps, es war für mich heute wieder ein ganz besonderer Tag, hier dabei sein zu dürfen, mit welcher Präzision, Gelassenheit und trotzdem voller Emotionen du dich von deinem Team verabschiedet hast und auch ein bisschen Vermächtnis hinterlegt hast. Das spricht für deinen Mut, das spricht für deinen Überblick, den du hattest, und ist hier, glaube ich, heute deutlich geworden, welche Riesenanerkennung du dir in deinem vielen Berufsleben geholt hast. Und Sascha, dir gebe ich meine Schulterklappen. Der Moment, wo Jürgen sich an die Schultern gefasst hat und mir seine Schulterklappen gegeben hat, die er auf dem letzten Flug getragen hat, war für mich der emotionalste in den letzten drei Tagen. Der ging direkt in die Knie. Ja, lieber Carsten, bleibt nur noch zu sagen, melde gehorsamst, Auftrag ausgeführt, Aircraft wird in tadellosem Zustand übergeben, bitte wegtreten zu dürfen.